Hi. Ein Video und plötzlich dreht ganz YouTube durch. Überall entstehen plötzlich Videos, mein Kanal wird gelöscht, YouTube wird nie wieder existieren. Und alle haben Angst, dass sich aufgrund einer neuen Regelung YouTube für immer verändern wird. Der geheimnisvolle Artikel 13. Und unter der Aktion Save Your Internet ist jetzt eine ganze Bewegung entstanden, wo man gegen diesen Artikel mobil macht und dazu aufruft, eine Petition zu unterschreiben, damit er dann doch noch abgewendet werden kann. Und ich wollte heute mal darüber reden und zu der ganzen Aktion mal was sagen. Denn das passiert, wenn man sich nie mit Politik wirklich beschäftigt oder beschäftigen möchte und plötzlich alte Männer in grauen Anzügen über das Internet entscheiden. Denn es geht ja hier um einen Gesetzesentwurf des Europäischen Parlamentes, der zur Abstimmung freigegeben wird. Und gerade dieser Artikel 13 des Gesetzes ist besonders wichtig auch für uns auf YouTube, denn dabei geht es allgemein um das Urheberrecht im Internet. Lädt man jetzt einen Song hoch oder postet irgendwas als Meme? In Zukunft soll aber die Plattform, auf der das gepostet wurde, dafür bestraft oder abgemahnt werden können. Bedeutet, ich erstelle einen Kinofilm, irgendwer benutzt Teile aus diesem Film auf YouTube, also kann ich YouTube verklagen. Natürlich würden das Firmen wie Google, Facebook, Instagram alles nicht wollen. Deshalb wird ja jetzt gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das Gesetz kommt nicht durch oder YouTube wird einfach alles löschen und nur von großen Konzernen Inhalte zulassen, weil die ja an ihren eigenen Sachen die Rechte haben. Alle anderen würden von vornherein gesperrt werden, weil man sich ja überhaupt nicht sicher sein kann, dass da keine Urheberrechtsverstöße sind. Es gibt zwar ein Content-ID-System, aber das funktioniert ja jetzt schon nicht richtig. Es gäbe also die Möglichkeit, sogenannte Upload-Filter einzuführen, die dann prüfen, ob das zu Dings Gedöns, ob das halt erlaubt ist oder nicht. Aber wie gesagt, wenn die nicht funktionieren, sind die Plattformen halt trotzdem am Arsch. Und deshalb befürchten jetzt alle, weil die Chefin von YouTube das auch gesagt hat, dass alle Amateurkanäle, so wie alle auf YouTube, also alle die nicht von Verlagen oder großen Medienfirmen sind, dass die dann halt direkt gelöscht werden und überhaupt nichts mehr hochladen können. Yay! Nur geile Inhalte von RTL 2 auf YouTube. Und ich finde das tatsächlich eine sehr wichtige Thematik, auch wenn das in mancher Form doch sehr dramatisiert wird auf YouTube. Mr. Wissen2Go hat zum Beispiel ein sehr gutes Video dazu gemacht, wo er auch sagt, ja, es müsste nicht unbedingt dazu kommen. Selbst wenn das Gesetz angenommen wird, muss das erstmal in geltendes Recht umgesetzt werden und dann ändert sich wieder irgendwas. Und Firmen wie Google, Amazon und Facebook können sich ja auch einfach mit den Urheberrechtsleuten, also denen das gehört, einigen. Wie damals, bei der GEMA. Würde die aber sehr, sehr, sehr viel Geld kosten und deshalb haben die da keinen Bock drauf. Ob dann also wirklich alle YouTube-Kanäle direkt gelöscht werden? Keine Ahnung. Ich könnte es mir eher nicht vorstellen. Vielleicht, wenn man sich aber bis dahin nirgendwo geeinigt hat? Keine Ahnung. Es muss also nicht sein, dass dieser Artikel 13 das Internet komplett für immer ändern wird. Es kann aber sein, dass er die Möglichkeit dazu gibt. Denn wenn erstmal dieses Gesetz beschlossen ist, können andere Richtlinien kommen. Und so kann sich Stück für Stück das Urheberrecht und das Internet damit ändern. Und dann haben wir keine lustigen Let's Plays mehr, dann haben wir keine Mathe-Videos mehr auf YouTube, dann haben wir keine Katzenbilder mehr, dann haben wir keine Memes mehr. Man könnte nicht mehr auf irgendwelche Seiten verlinken, ohne dass man dafür Geld bezahlen müsste. Der Worst Case dieses Gesetzes wäre also gar nicht mal so geil. Und deshalb kommen wir jetzt ins Spiel. Denn damit es gar nicht erst so weit kommt, damit sich Politiker nicht denken, ja, das war schon ein guter Anfang, das können wir ja noch weiter ausbauen, weil ist ja egal, Geld von Leuten, die uns das geben, damit wir dafür stimmen. So wie Axel Voss, der das alles nur angefangen hat, ein Deutscher übrigens. Mensch, cooler Typ. Wie hat der Satz jetzt angefangen? Hier kommen auf jeden Fall wir ins Spiel. Es geht immer um diese Petition, die unterzeichnet werden soll, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Ja, das ist gut, das ist richtig, macht das auch auf jeden Fall. Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber das reicht noch nicht. Denn Anzug-Heinis ist es egal, ob das Ding 1 Million oder 50 Millionen Unterschriften hat. Weil es halt nur digital ist, es juckt die nicht. Und es bringt auch nichts, Kommentare mit Hashtag SaveYourInternet unter den jeweiligen Videos zu schreiben. Es hilft halt nur den Videos. Was wirklich helfen würde, ist, die Leute, die darüber abstimmen, direkt zu kontaktieren. Per E-Mail oder Telefon. Ja, das darf man auch. Das ist öffentlich, wo man das erreichen kann. Link dazu ist übrigens unten in der Videobeschreibung. Alle Mitglieder des EU-Parlamentes aufgelistet, nach Land und Partei. Und die kann man kontaktieren, den kann man schreiben, die kann man anrufen und fragen, hey, würdest du vielleicht mal dagegen stimmen? Denn obwohl Politik oft ziemlich langweilig ist und von alten, haarigen Männern gemacht wird, in grauen Anzügen, betrifft das leider auch uns. Und deshalb muss man sich damit auseinandersetzen, wenn man halt weiter alles im Internet sehen möchte. Deshalb macht das, engagiert euch für das Thema, informiert euch auf jeden Fall. Wie gesagt, Links sind unten in der Videobeschreibung. Verbreitet das Ganze und lasst uns dafür sorgen, dass vielleicht die Leute nicht unbedingt auf die Idee kommen, noch mehr an unserem Internet ändern zu wollen. Das war's von mir zu der Thematik. Ich gehe jetzt mal ein paar Telefonate tätigen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.